Migration? Integration? Checkt ihr es schon? Also, wem es noch nicht aufgefallen sein sollte, in Deutschland gibt es alle möglichen Arten von Kids. Streber, Skater, Punker, Rocker. Aber die kommen nicht alle aus Deutschland. Etwa jeder dritte Schüler oder dessen Eltern stammen aus einem anderen Land. Zum Beispiel aus Spanien, den Philippinen, der Türkei oder aus Uganda und vielen anderen Ländern. Die Erwachsenen nennen das Migration. Aber in ein anderes Land zu ziehen, ist gar nicht so einfach. Da muss man sich auf einige Umstellungen einlassen. Anderes Wetter, andere Sprache. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Andere Kultur. Sogar andere Tiere. Okay. Kids, die eingewandert sind oder deren Eltern aus einem anderen Land kommen, haben es deshalb oft doppelt schwer in der Schule. Deshalb ist es so wichtig, dass sie besonders stark eingebunden werden. Zum Beispiel beim Sport. Oder beim Feiern. Dabei können die deutschen Kids auch eine Menge Neues kennenlernen. Zum Beispiel ganz anderes leckeres Essen. Oder andere Musikstyles. Das nennen die Erwachsenen dann Integration. Wie wichtig Integration ist, können euch eine Menge Stars, die selber als Kinder nach Deutschland eingewandert sind oder deren Eltern aus einem anderen Land stammen, erzählen. Macht mit bei der Aktion Alle Kids sind VIPs. Ihr habt sicherlich gute Ideen, also denkt euch was aus. Und zeigt, wie es mit der Integration an Schulen besser sein kann. Damit alle die gleichen Chancen haben. Also, wenn alle in der Schule von Anfang an integriert werden, können sie irgendwann mal viele Tore für Deutschland schießen. Viele Leute zum Lachen bringen. Von deiner WG-Wohnung, da kommt der, die Rohre nicht verlegt, die Rohre sind nicht verlegt. Herr Türke hat er nicht gesagt. Oder coole Musik. Jetzt nochmal zum Mitschreiben. Erst Migration, dann Integration. Checkt ihr es nun? Na Logo, ihr seid ja nicht blöd. Wenn ihr euch bei der Aktion Alle Kids sind VIPs bewerben wollt, dann geht einfach auf die Internetseite www.allekidssindvips.de. Unter Mitmachen und Gewinnen könnt ihr euch mit euren Ideen für eine bessere Integration an eurer Schule bewerben. Erst ein cooles Projekt überlegen und dann Filme, Fotos, Texte, Songs oder was euch sonst einfällt, hochladen. Einsendeschluss ist der 1.6.2010. Die besten Projekte werden von einer Jury ausgewählt und die Gewinner erwartet ein Besuch an eurer Schule von einem unserer Stars, wie Mario Gomez, Bülent Ceylan oder vielen anderen. Mehr Informationen, Beispiele bereits eingereichter Projekte und Ideen findet ihr unter www.allekidssindvips.de.